Herzlich willkommen zum zweiten Web-Talk der Bundeszentrale für politische Bildung, heute zum Thema NPD-Verbot. Es gibt ja gute Gründe für und gegen ein Verbot der NPD und genau darüber will ich heute mit meinen Gästen hier sprechen. Und wer hier neben mir sitzt, ist Sebastian Wehrhahn. Er hat Philosophie studiert und arbeitet seit 4 Jahren als Berater in der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, kurz MRB in Berlin. In der Arbeit stärkt der Verein das demokratische Engagement von Menschen, die daran interessiert sind. Er berät und unterstützt zum Beispiel Grundschullehrer, Bezirksräte und Initiativen. Und Ziel des Vereins ist es, ein offensives Eintreten gegen Rechts und demokratische Netzwerke in den Stadtteilen Berlins zu fordern. Seine Position ist ganz eindeutig. Er sagt, die NPD gehört verboten. Direkt neben mir sitzt Herr Richard Stöss. Er ist Professor für Politikwissenschaft am Fachbereich Politische Wissenschaft an der Freien Universität in Berlin. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Parteien- und Wahlforschung sowie Rechtsextremismus. Zu seinen zahlreichen Werken zählen unter anderem Veröffentlichungen wie Gewerkschaften und Rechtsextremismus, aber auch das Buch Rechtsextremismus im Wandel. Und er hat eine gegenteilige Position. Er sagt nämlich, ein NPD-Verbot kann nur das letzte Mittel sein. Solange nicht alle anderen politischen Mittel ausgeschöpft sind, und das sind sie noch nicht, ist ein Verbot nicht sinnvoll. Ihr habt Lust, bei diesem Thema mitzudiskutieren? Dann nehmt an unserem Chat teil, direkt unter dem Video auf der Seite, gerne aber auch über Facebook oder Twitter unter dem Hashtag Wir gegen Rex mit X am Ende. Ihr müsst mir aber nicht nur sagen, ja oder nein, NPD-Verbot, ihr könnt mir auch einfach gerne eure Meinung mitteilen. Und was sagt ihr zu den Argumenten unserer Experten, meiner Gäste hier? Bevor wir aber anfangen, über ein NPD-Verbot zu sprechen, würde ich mich gerne erst einmal mit der NPD beschäftigen. Wer ist die NPD überhaupt? Ich habe ein Zitat mitgebracht, das möchte ich euch gerne vorlesen. Das Zitat stammt aus einer Internetmeldung der NPD Sachsen von 2009. Ein Parlament ist Mittel zum Zweck, nicht mehr und nicht weniger. Und so nutzen wir die Landtagsbühne als Politikwerkstatt, als Plattform zur Entwicklung politischer Visionen, um uns mit Herrschaftswissen und geistigem Rüstzeug im Kampf gegen die Feinde unseres Landes auszutauschen und auszustatten. Und natürlich, um unsere Gegner mit ihren eigenen Waffen zu schlagen und ihnen jeden Tag aufs Neue die Maske vom Gesicht zu reißen. Ja, die NPD gibt es seit 1964 und in der zweiten Hälfte der 60er Jahre, kann man sagen, gelang es der Partei in mehreren westdeutschen Landtag Einzug zu halten, allerdings nur für eine Legislaturperiode. Und danach waren quasi 2 Jahrzehnte lang Bedeutungslosigkeit für die NPD angesagt. Erst nach der Wiedervereinigung ist es der NPD gelungen, wieder politischen Einfluss zu bekommen und Stärke zu gewinnen und das ganz besonders im Osten Deutschlands. Aktuell ist die NPD in 2 Landtagen vertreten, das ist einmal in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen. Die NPD gibt es also fast 50 Jahre und fast genauso lange wie es die NPD gibt, gibt es auch die Debatte um ihr Verbot. Bevor wir aber darüber diskutieren, möchte ich gerne mit Ihnen beiden sprechen über das Thema, wie arbeitet die NPD heute, wie sieht das Programm aus und welche politische Rolle spielt sie denn? Herr Wehrhahn, was steht denn im Programm der NPD oder was sind die wichtigsten politischen Forderungen? Relativ aufschlussreich ist bereits der erste Satz in dem Programm der NPD. Da heißt es nämlich, im 21. Jahrhundert entscheidet sich Sein oder Nichtsein des deutschen Volkes. Das finde ich aus zweierlei Gründen interessant. Zum einen, weil darin ein Geschichts- und ein Weltbild ausgesprochen ist, was für die extreme Rechte nicht nur heute, sondern schon seit geraumer Zeit extrem prägend und extrem wichtig ist. Nämlich die Idee einer unmittelbar drohenden Gefahr, nämlich die Gefahr des Untergangs. Und angesichts dieser Gefahr sind drastische Mittel, drastische Maßnahmen unausweichlich. Das ist nicht nur wichtig, um das Parteiprogramm zu verstehen, sondern auch, um zu verstehen, wie rechtsextreme Ideologie funktioniert und wie sich überhaupt Leute dazu mobilisieren lassen, sich zu radikalisieren, relativ harte Taten zu vollziehen. Ein zweiter Punkt, den ich daran interessant finde, ist, dass sich da eine Frage anschließt, nämlich die Frage, wen meint die eigentlich, wenn die NPD von Volk spricht? Und
Das wird dann schnell klar, wenn man das Programm weiterliest. Und das ist auch sehr wichtig, wenn wir über die NPD sprechen, dass wir uns da klar sind. Die NPD meint mit Volk weiße, deutsche Männer und Frauen. Und das heißt keine jüdischen Menschen, keine muslimischen Menschen, keine schwarzen Menschen, keine homosexuellen Menschen, keine, und die Liste könnte man weiter fortsetzen. Das heißt, sie hat einen sehr engen völkischen, nationalsozialistischen fast schon Volksbegriff. Und daraus leiten sich dann auch die entsprechenden Forderungen, die Politik ab. Ganz zentral natürlich rassistische Forderungen. Wenn die NPD beispielsweise von der Rückführung von sogenannten Ausländern spricht, wenn die NPD darüber spricht, dass Fremde und Ausländer aus dem Gesundheits- und dem Sozialsystem ausgegliedert werden müssen. Aber das hat auch Konsequenzen für andere Politikbereiche. Wenn man sich die familienpolitischen Forderungen der NPD anschaut, dann sehen wir da zum Beispiel, dass die von einem zutiefst sexistischen Verständnis von Geschlechtern ausgehen. Also es gibt sozusagen zwei Geschlechter, Mann und Frau, die fundamental unterschiedlich sind, die fundamental unterschiedliche Fähigkeiten haben und aus denen sich dann unterschiedliche Rechte und Pflichten ableiten. Und eine weitere Forderung übrigens, die ich ganz bemerkenswert fand beim Lesen des Programms, eine Bedingung für die nationale Souveränität, um die es der NPD geht, ist übrigens das Verfügen über einsatzfähige Nuklearwaffen. Denn nur dann ist Deutschland wirklich souverän in deren Augen. Sie haben es gerade ganz klar deutlich gemacht. Wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, wird klar definiert. Herr Stöss, die NPD propagiert ja so einen sogenannten völkischen Nationalismus. Was ist denn genau darunter zu verstehen? Also völkischer Nationalismus ist die Verbindung von zwei ideologischen Elementen. Einmal das völkische Denken, hat Herr Wehan ja gerade schon angedeutet, und dann das nationalistische Denken. Nationalismus meint eigentlich, dass die Nation der oberste Wert ist. Die Nation bestimmt sozusagen die Hierarchie der Werte, der Normen. Die Hierarchie meint eben auch, dass für die NPD die Wiederherstellung des Deutschen Reichs, dass die an oberster Stelle steht und alle anderen Werte, alle anderen Normen sind dem nachgeordnet. Beispielsweise also nachgeordnet sind die Menschenrechte, die Bürgerrechte in Deutschland. Das alles wird sozusagen nachgeordnet. Das eigentliche Ziel der Partei ist, das nationalistische Ziel ist sozusagen die Wiederherstellung des Deutschen Reiches. Jetzt debattieren die in welchen Grenzen, in Grenzen auf 1937, das meint unter Einschluss der ehemaligen deutschen Ostgebiete, die heute völkerrechtlich übrigens abgesichert Teil des polnischen Staates sind oder eben Teil auch von Russland sind. Andere gehen sogar so weit, die sagen Wiederherstellung des Deutschen Reichs in den Grenzen von 1939. Das meint unter Einschluss der Ostmark. Mhm. Ostmark meint Österreich, das ja 1939 dazu gehört hat. Das ist sozusagen die nationalistische Seite und die folglich eben, weil die Bürgerrechte dem nachgeordnet sind, ein antidemokratisches Moment sind. Die völkische Seite, hat Wehan bereits gesagt oder so, meint eben, dass diese Nation eben nur aus weißen Deutschen besteht. Das heißt, es gibt eine ethnische Homogenität und alle anderen Ethnien, Völker, wie auch immer, wie das formuliert wird, werden entweder diskriminiert, ausgeschlossen, verfolgt oder im Zweifel sogar, das ist jetzt bei der NPD nicht so der Fall, aber bei anderen Rechtsextremen, in anderen rechtsextremen Ideologien, eben auch in Anführungszeichen vernichtet, wie das beim Nationalsozialismus bei den Juden der Fall war. Also jedenfalls eine massive Diskriminierung und Ausgrenzung, die das völkische Element meint. Und damit ist auch sozusagen der völkische Gedanke oder das völkische Prinzip ist auch antidemokratisch. Das heißt also, wir haben es sozusagen mit zwei Prinzipien zu tun, die sich beide gegen die Demokratie richten. Bevor wir den Vergleich zur nationalsozialistischen Zeit ziehen, nochmal unter diesem völkischen Verständnis, was für Programmpunkte finden sich denn da noch? Ein Beispiel hatten Sie ja genannt, aber was passt denn da quasi dazu? Mit was arbeitet die NPD da? An Sie beide jetzt mal offengerichtet. Ich habe gerade vorgestern ein Interview mit einer Funktionärin von dem sogenannten Ring Nationaler Frauen gelesen, die ihre familienpolitischen Forderungen vorgestellt hat und auf die Nachfrage
Gilt das denn für alle deutschen Mütter? Rumgedruckst hat und gesagt hat, naja, es kommt halt schon darauf an, was man halt unter deutsche Mütter versteht. Also das ist dann ein Punkt, wo ganz deutlich wird, was dieser völkische Ansatz zur Folge haben würde, nämlich, dass es einfach eine systematisierte Ungleichbehandlung von Menschen in Deutschland gäbe, so denn Menschen, die nach dem Verständnis der NPD nicht deutsch sind, überhaupt noch hier leben dürften. Was sich dann quasi auf alle gesellschaftspolitischen Bereiche beziehen würde. Also zum Nationalismus kann man natürlich sagen, wirtschaftlich hat es natürlich enorme Bedeutung. Also der geschlossene Nationalstaat, das ist ja das Prinzip der der NPD, zielt natürlich darauf ab, dass man eben auch sozusagen eine geschlossene Volkswirtschaft hat irgendwie. Man machen ja immer so die Witze und sagen, eigentlich wollen sie Verhältnisse wie in Nordkorea. Ja, also alles nach außen hin abgeschüttet und so, dass inwendig die Volkswirtschaft soll sich selbst versorgen und so, was ja natürlich unter den Bedingungen der Globalisierung völlig utopisch ist. Aber sozusagen der geschlossene Nationalstaat meint eben auch eine Abschottung, eine wirtschaftliche Abschottung, eben nicht nur sozusagen eine ethnische Abschottung, sondern eben auch eine wirtschaftliche Abschottung, die sozusagen die Produzenten sollen autonom für Deutschland produzieren, bestenfalls noch exportieren. So. Aber sozusagen das Prinzip des geschlossenen Nationalstaats spielt eben auch ökonomisch eine große Rolle, eine verhängnisvolle Rolle, wie ich auch meine. Lassen sich denn noch weitere Annäherungspunkte zwischen NPD und NSDAP, also der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei im Dritten Reich, festmachen? Also die offizielle Formulierung ist ja, es besteht eine Wesensverwandtschaft zwischen NPD und NSDAP. Wesensverwandtschaft meint nicht Identität. Ja, aber die Wesensverwandtschaft bedeutet eben, dass beide Gruppierungen sozusagen völkisch und nationalistisch waren. Die NSDAP sicherlich, was das Völkische angeht und das Nationalistische angeht, noch wesentlich radikaler als die NPD. Das ist im Augenblick auch schwer zu bewerten, denn die NSDAP war ja dann an der Macht. Wir wissen nicht, was passieren würde, wenn die NPD an der Macht wäre und sozusagen die Möglichkeit hätte, sozusagen sich auszutoben. Aber jedenfalls im Augenblick ist es so, dass sozusagen bestimmte radikale Formulierungen, der Nationalismus beispielsweise der NSDAP, bezog sich ja auf Lebensraum im Osten und so, also die Unterwerfung der Völker im Osten, die alle als minderwertig gelten, das findet man bei der NPD nicht. Man findet auch bei der NPD nicht, was den Umgang sozusagen mit fremden Ethnien oder eben in Anführungszeichen mit Ausländern angeht, dass da sozusagen vernichtet werden soll. Also selbst also ihr Antisemitismus, der auch da ist und so, läuft nicht darauf hinaus, etwa sozusagen auf einen neuen Holocaust oder sowas, sondern da geht es lediglich nur auf Ausgrenzung, auf Rückführung und. Also insofern sind sie vielleicht ein völkischer Nationalismus light im Vergleich zur NSDAP. Aber sozusagen im Prinzip ist es sozusagen dieselbe ideologische Ausrichtung. Herr Wehrhahn, warum ist die NPD in manchen Regionen so stark und in anderen Regionen Deutschlands so überhaupt nicht und schafft noch nicht mal oder kommt noch nicht mal an die 5%-Hürde heran bei Wahlen? Warum ist das so? Ich würde ganz allgemein erstmal sagen, dass die NPD überall dort stark sein kann, wo es keine alltagskulturellen Bedingungen gibt, die ihr entgegenstehen. Das heißt, wo es keine starken migrantischen Communities gibt, wo es keine alternativen Jugendkulturen gibt, wo es auch keine Kultur der Thematisierung gibt. Das, glaube ich, ist ein unglaublich wichtiger Punkt. Wenn man sich bestimmte Regionen anguckt, in denen Lokaljournalistinnen und Journalisten nicht gerne das Thema anfassen, in denen die lokale Politik nicht so gern möchte, dass das Thema behandelt wird, weil es vielleicht rufschädigend sein könnte. All das sind Voraussetzungen, die der NPD nur in die Hände spielen. Das, würde ich sagen, trifft auf einige Orte zu, an denen die NPD sehr stark ist. Und wenn man jetzt quasi regionalspezifisch das sieht und jetzt aber dann nochmal bundesweit, Herr Stöss, ist unsere Demokratie durch die NPD ernsthaft gefährdet? Kann man das so sagen oder ist das eine überspitzte Frage? Naja, also das demokratische System der Bundesrepublik Deutschland, Entschuldigung, das demokratische System der Bundesrepublik Deutschland ist durch die NPD natürlich nicht substanziell gefährdet. Also die Demokratie ist hierzulande mittlerweile ganz stark und wie ich meine auch unumkehrbar vorhanden. Wir haben, das hat sich so seit den 60er Jahren entwickelt, mittlerweile auch eine sehr kritische Öffentlichkeit. Wir haben in vielen Regionen der Bundesrepublik Ansätze von zivilgesellschaftlichen
Bestrebungen, so, das alles muss sich schon noch weiterentwickeln und so, das ist vielleicht alles noch nicht hinreichend genug. So, aber sozusagen, das sind Entwicklungen, die einfach da sind und deswegen kann man eigentlich nicht sagen, dass die NPD in der Lage wäre, selbst wenn sie noch in mehrere Bundesländer einzieht, dass sie sozusagen das politische, das demokratische System substanziell gefährden. Aber, das muss man schon sagen, sie richtet sich natürlich gegen fundamentale Werte unserer Rechtsordnung. Ja, wenn wir hier von Menschenrechten reden oder sowas, ist es halt eine Partei sozusagen, die diese Menschenrechte in toto ablehnt, auch die Staatsbürgerrechte ablehnt oder eben nur für Deutsche, für weiße Deutsche gelten lassen will. Dabei handelt es sich natürlich um einen massiven Verstoß gegen demokratische Werte, das muss man schon auch sehen. Also wenn ich jetzt sage, das System selbst ist nicht bedroht, heißt das nun nicht, dass sie völlig problemlos sozusagen in dieser Demokratie einzuordnen ist. Im Chat springen wir noch mal kurz zurück. Da ist nämlich eine Frage von Ronja reingekommen und sie fragt, wie arbeitet und verhält sich die NPD in den Landtagen, in denen sie vertreten ist? Und ich glaube, die Frage geht noch mal an Sie, Herr Hahn. Die NPD nutzt, das haben Sie ja auch in Ihrem Eingangs, nicht Ihrem Eingangszitat, sondern im Eingangszitat der NPD gesagt, nutzt ihre Präsenz in Landtagen in erster Linie als Bühne. Als Bühne, um zum einen rassistische Propaganda zu verbreiten, nicht nur rassistisch, natürlich auch, es gibt Beispiele, wo der Nationalsozialismus verherrlicht wurde, beziehungsweise das Andenken an die Ermordeten im Nationalsozialismus, wie sagt man, mit Füßen getreten wurde, indem nämlich die Abgeordneten den Raum verlassen haben. Die NPD nutzt allerdings diese Parlamente auch noch in einer anderen Weise als Bühne, nämlich um sich zu inszenieren als einzig wahre Opposition. Und Beweis dieser einzig wahren Opposition ist dann natürlich, dass sie abgelehnt werden von allen. Das sollte es solche Fälle geben oder in den Fällen, wo sie von allen abgelehnt werden, dass diese Fälle auf einem demokratischen Konsens, auf einer Ablehnung von Rassismus beruhen und nicht auf der Ausgrenzung einer angeblichen Opposition, ist natürlich eine andere Frage. Die NPD verkauft es dessen ungeachtet natürlich als Beweis ihrer angeblichen Opposition. Okay. Ich kann vielleicht noch ergänzen, ja, was vielleicht auch noch ganz wichtig ist. Die NPD benutzt sozusagen die Landtagsarbeit als Finanzierungsquelle. Mhm. Das ist enorm wichtig, weil viele Funktionäre werden dann als wissenschaftliche Mitarbeiter in der Landtagsabgeordneten eingestellt. Man kann sozusagen auch die Mittel, die zur Verfügung gestellt werden für Fraktionen, in beiden Fällen gibt es ja Fraktionen, die noch zusätzlich Mittel bekommen, für die Öffentlichkeitsarbeit benutzen. Also ich würde mal sagen, dass ein Großteil sozusagen der Finanzquellen der NPD, über die kommen wir, auf die kommen wir vielleicht noch, dass die gerade auch durch diese Form der staatlichen Finanzierung bedingt sind oder sich darauf gründen und so. Das heißt, ihnen ist sozusagen auch sozusagen diese materielle Seite der parlamentarischen Arbeit enorm wichtig. Das ist ja dann quasi die politische Ebene, aber es wird ja auch immer wieder gesagt, Herr Wehrhahn, dass die NPD enge Verbindungen zur rechten militanten Szene, also beispielsweise den sogenannten freien Kameradschaften, pflegt. Wie sieht denn das Verhältnis genau aus? Nun, das hängt davon tatsächlich ab, welche Region man sich anschaut. Prinzipiell ist es so, dass eine der vier Säulen, auf denen das Programm der NPD fußt, der sogenannte Kampf um den politischen Willen ist. Das heißt, die NPD möchte die alleinige Vertreterin des, wie sie es nennen, nationalen Lagers sein. Und in einigen Regionen gestaltet sich das dann so, dass sie versuchen, diesen Anspruch gegen die Kameradschaften durchzusetzen und dass es da mitunter auch Kämpfe und Rivalitäten gibt. In anderen Regionen, wie beispielsweise in Berlin, kann man von diesen Rivalitäten nicht sprechen, weil die Spektren identisch sind. Also wenn wir uns den Berliner Landesverband angucken, da haben wir dann mit dem Vorsitzenden eine Person, die über eine langjährige Karriere, auf eine langjährige Karriere im sogenannten Spektrum der autonomen Nationalisten zurückblicken kann. Im Landesverband, im Vorstand setzt sich das dann durchaus fort. Mhm. Und wenn man sich die zentralen Projekte der letzten Jahre anguckt, beispielsweise den Aufmarsch zum 1. Mai 2010, der unter dem Motto stattfand, unserem Volk eine Zukunft, nationaler Sozialismus jetzt. Der wurde mit der Logistik der NPD und der Jungen Nationaldemokraten, also der Jugendorganisation, vorher beworben. Das war ein gemeinsames Projekt von sogenannten parteifreien Strukturen und der NPD. Der Anmelder war Sebastian Schmidtke, der ein Jahr später zum Landesvorsitzenden der NPD Berlin gewählt wurde. Also wir sehen,
Man kann in Berlin beispielsweise nicht von der Zusammenarbeit, sondern von der Amalgamierung sprechen. Heißt? Hätte ich doch ein einfacheres Wort gewählt. Also sozusagen, dass diese beiden Spektren kaum voneinander zu trennen sind. Okay. In anderen Regionen ist es durchaus anders, dass es da noch ein bisschen, dass da noch ein bisschen Platz mitunter dazwischen ist. Okay. Passend dazu kam jetzt wahrscheinlich auch über Twitter die Frage von Clara Klein rein. Gibt es eine Verbindung zwischen NPD und NSU? Darüber wird ja auch viel diskutiert und ist ja auch ein bisschen Anlass des Themas, warum wir heute hier auch darüber sprechen. Nun, es gibt ja bislang insgesamt, also gibt es an verschiedenen Punkten Hinweise, Anekdoten, Beweise, die solche Verbindungen nahelegen. Wenn wir uns angucken, wer sind die Angeklagten in München, dann haben wir dort immerhin zwei Leute, die langjährige NPD-Funktionäre waren. In Thüringen, ich glaube sogar beide in Jena. Wenn wir uns David Petereit angucken, Abgeordneten aus Mecklenburg-Vorpommern, Herausgeber von einem rechtsextremen Magazin, wo bereits 2002 war es, glaube ich, so ein Gruß veröffentlicht wurde, vielen Dank an den NSU. Das heißt, 9 Jahre bevor dieser NSU sich selbst enttarnt hat, wurde aus diesem Magazin bereits gegrüßt. Das wirft zumindest die Frage auf, wie genau sind diese Beziehungen denn beschaffen? Wie sehen Sie das, Herr Stöß? Ich denke, dass gerade, wenn es zu einem Verbotsprozess kommen sollte, diese Frage eine wichtige Rolle spielen wird. Kann man der NPD nachweisen, dass da tatsächlich Verbindungen bestehen? Also man muss ja auch den Nachweis erbringen, dass sozusagen das Verbindung von der Partei hin zum NSU. Es ist nicht nur bei einzelnen Personen. Bei einzelnen Personen, denke ich, ist das auch so. Aber der Nachweis, dass sozusagen die Partei selbst da involviert war, der wird sehr schwer fallen. Im Augenblick jedenfalls kenne ich keine Informationen, die darauf hindeuten. Und das wird die NPD natürlich auch immer sagen. Damit haben wir nichts zu tun. Einzelne unserer Mitglieder, die sympathisieren mit denen oder so. Die sind auch solidarisch jetzt mit den Angeklagten. Aber das hat nichts mit unserer Partei zu tun. Wir haben uns immer wieder von Gewalt distanziert. Und das ist auch so. Die NPD macht das ja verbal, distanziert sich immer von Gewalt. Unabhängig, was einzelne Mitglieder denn tun. Mhm. Insofern wird also sozusagen die Herstellung einer solchen Verbindung gerichtsfest nicht ganz einfach sein. Ja, und wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Fragen? Möchtet ihr euch uns mitteilen? Ist die NPD bei euch in der Gegend aktiv? Und wenn ja, wie äußert sich das? Nehmt an unserem Chat teil, direkt auf der Seite unter dem Video, über Facebook, aber auch gerne über Twitter unter dem Hashtag Wir gegen Rex mit dem X am Ende. Und wir kommen zum nächsten Punkt, nämlich jetzt, wo wir so gesprochen haben, ist für mich auch so ein bisschen die Frage, wie viel muss eine Demokratie, in der wir ja leben und die wir auch wollen, aushalten können? Und wenn ich mir so demokratietheoretische Gründe angucke, und das habe ich im Vorfeld gemacht, dann ist ja ein Parteiverbot eigentlich problematisch. Es heißt ja, in einer Demokratie geht alle staatliche Macht vom Volk aus und deshalb sollte es eben keine staatliche Instanz geben, die irgendwie das Recht hat, der Bevölkerung vorzuschreiben, wie sie sich eben politisch organisiert. Also die Frage, wie viel muss ich aushalten? Herr Stöß, darf eine Demokratie überhaupt einen Gegner verbieten? Also richtig ist, dass sozusagen Demokratie in ihrer reinen Form auf dem Prinzip der Volkssouveränität beruht. Das heißt, die Philosophie ist die, dass das Volk findet sich zusammen in Parteien, in Verbänden, in sonstigen Organisationen, gegebenenfalls in sozialen Bewegungen und, entwickelt sozusagen eine Willensbildung, die sozusagen von unten nach oben geht, irgendwann dann sozusagen in den Staat einmündet. Das heißt, der Staat ist nichts weiter als ein Ergebnis dieser Willensbildung und der Staat hat deswegen nicht das Recht, dem Volk vorzuschreiben, wie diese Willensbildung im Einzelnen organisiert sein soll, ja, welche Parteien genehm sind, welche Parteien ungenehm sind und so. Dieses alles geht nicht. So, das ist sozusagen die Theorie, der ich im Übrigen auch anhänge. Jetzt kommt aber ein Aber. Die Bundesrepublik hat bei ihrer Gründung, als das Grundgesetz verabschiedet wurde oder als das Grundgesetz zunächst erstmal diskutiert wurde im Parlamentarischen Rat, sich auf ein Prinzip verständigt, das man die wehrhafte Demokratie nennt. Das ist eine Erfahrung aus der Weimarer Republik vor allen Dingen. Da ist ja,
muss man auch sagen, Adolf Hitler ist mehr oder weniger legal an die Macht gekommen. Also die letzten Wahlen waren schon zwar nicht mehr frei, weil die Kommunisten sich nicht mehr beteiligen konnten, weil sich teilweise bestimmte Sozialdemokraten nicht mehr beteiligen konnten, aber immerhin ist es sozusagen zu einer mehr oder weniger demokratischen Entscheidung gekommen, was dann die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes dazu veranlasst hat, zu sagen, es darf doch nicht sein, ja, dass politische Kräfte, die gegen die Demokratie sind, unter Ausnutzung der demokratischen Spielregeln an die Macht kommen, um dann die Demokratie abzuschaffen. Mhm. Das meint wehrhafte Demokratie. Das heißt also, der Staat hat sehr wohl das Recht, jetzt kommen wir auf Ihren Punkt, hat sehr wohl das Recht, Bestrebungen zu verbieten, die sich fundamental gegen demokratische Prinzipien, gegen das wesentliche Gehalt unserer Verfassung, unseres Grundgesetzes richten. So, das heißt, man darf Parteien verbieten, man darf auch Verbände verbieten und man kann sozusagen sogar einzelnen Personen die Grundrechte absprechen, wenn sie denn immer die Bedingung erfüllen, dass sie sich fundamental gegen die, so heißt das bei uns, freiheitliche demokratische Grundordnung richten, also gegen den Wesenskern unserer Verfassung richten. Also Ihre Frage heißt im Prinzip nein, aber in Deutschland schon. Okay. Wegen der Erfahrung des Nationalsozialismus. So. Also es gibt sozusagen eine Klammer. Und das Kommentar aus dem Chat, was gerade reingekommen ist, von Guest76, er sagt, ich denke, in einer Demokratie muss die freie Rede erlaubt sein. Und wenn ich das lese, dann hat es ja nicht so viel damit zu tun, was Sie gerade gesagt haben. Da geht es ja dann quasi um mehr. Freie Rede ist ja das eine und die Grundsätze der Basis zu übertreten, indem man aggressiv und gewalttätig vorgeht, ist ja etwas anderes. Nee, es geht auch schon um Freiheit in der Demokratie. Wir hatten ja vorher auch die Frage, warum hier überhaupt kein NPD-Mitglied sitzt. Ja, das hängt ja ganz eng damit zusammen. Also die Annahme, dass sozusagen in der Demokratie alles erlaubt ist, sozusagen, dass man alles sagen darf, und also die ist falsch. Denn unsere Demokratie und nicht nur die deutsche ist immer ein System, das ist wertegeleitet. Es beruht auf bestimmten Werten. Das heißt, die freie Rede findet da auch ihre Grenze, wo beispielsweise ja, bestimmte Rechte, Menschenrechte verletzt werden. Es ist eben nicht in Ordnung, wenn jemand, weiß ich was, Juden beispielsweise diskriminiert und sagt, der Holocaust war eigentlich völlig berechtigt und. Das heißt, also diese Freiheit hat auch Grenzen. Ja? Und diese Grenzen werden durch unsere Grundrechte bestimmt. Und eine Partei, meiner Meinung nach jedenfalls, die sozusagen massiv diese Grundrechte verletzt, hat auch nicht das Recht, sozusagen hier in so eine Diskussion auch einen Vertreter zu schicken. Ja, denn das würde ja heißen, dass wir sozusagen die Übertretung von solchen Grundrechten, die Missachtung von solchen demokratischen Werten gutheißen. Und ich jedenfalls tue das nicht und deswegen würde ich mich mit solchen Leuten nicht an einen Tisch setzen. Die freie Rede hat also Grenzen. Und da würde ich gerne mal, Herr Werhahn, Sie haben mir was mitgebracht, ein paar Plakate zeigen lassen, nämlich NPD-Wahlplakate. Und jetzt zur, was hat Grenzen und wie viel geht und wie viel geht nicht, wie viel müssen wir aushalten können? Vielleicht zeigen Sie die mal. Genau, also vielleicht belassen wir es auch einfach bei einem. Insgesamt zeige ich sehr ungerne Neonazi-Propaganda. Wir haben hier ein besonders ekliges Beispiel. Das war im letzten Berliner Landeswahlkampf. Das dürfte jetzt wahrscheinlich auch reichen. Damit hat die NPD wahrscheinlich kalkuliert für extrem viel Aufsehen gesorgt. Ich würde wahrscheinlich eigentlich was ganz Ähnliches sagen, aber zunächst mal angefangen damit mit der Frage, was heißt denn aushalten? Also auch jenseits von der juristischen Ebene will ich das nicht aushalten. Ich möchte dagegen protestieren und ich möchte mich gerne dafür einsetzen, dass solche Positionen so wenig Raum wie möglich haben. Und da sind juristische Mittel gar nicht mal so sehr die ersten, an die ich denke. Aber es sind eben Mittel, die ich da auch nicht ausschließen würde. Ich fand das Plakat doch ganz interessant, weil es zeigt, wie schlitzohrig die Partei in Wahlkämpfen Propaganda macht. Der sitzt auf seinem Motorrad und sagt, Gas geben, was ist denn daran schlimm? Ne? Die Assoziation, die damit gemeint ist, bezieht sich natürlich auf was völlig anderes. Ja? Und so kann man, ich denke, in der gesamten Agitation und Propaganda der NPD aufzeigen, könnte man an vielen anderen Beispielen auch, dass sie so sozial auftritt, ja? Dass sie sich um die kleinen Leute kümmert und so, wa? Dass sie sozusagen vor allen Dingen die Altersarmut bekämpfen will und. Ja? Das sind alles sozusagen Argumente, hinter denen immer nur dieses völkische Denken steht und die nur das Ziel haben, sozusagen diesen völkischen Nationalismus
Nationalismus hier einzuführen. Aber das wird instrumentalisiert mit irgendwelchen anderen Bedürfnissen, die in der Bevölkerung tatsächlich auch da sind. Also deswegen finde ich schon ganz gut, über solche Plakate zu reden und auch deutlich zu machen, ja, wie die Leute irgendwie dadurch sozusagen auf eine völlig falsche Fährte gelockt werden sollen. Ist ja auch quasi ein bisschen subtile Beeinflussung, gerade wenn es quasi so eine Grauzone gibt, in der man sich bewegen kann, genau, ja. Dann gibt es da ja die verschiedensten Methoden, genau. Quasi das einzugehen. Aber jetzt nochmal auf die Demokratie, weil viele auch hier im Chat bekommt man ja mit, diskutieren gerade, was, wo ist die Beschränkung, wie viel muss man zulassen, wie viel darf man verbieten. Also vielleicht nochmal an Sie beide die Frage, was bleibt denn von einer Demokratie jetzt wirklich überspitzt gefragt, wenn man die Meinungsfreiheit und die Parteienfreiheit einschränken würde? Also das, ich finde, die Frage klingt so, als würde danach irgendwas wegfallen, was jetzt da ist. Also ich, da würde ich Herrn Stöß total zustimmen. Beide Begriffe, Parteienfreiheit und Meinungsfreiheit, sind in ihrer Definition bereits eingeschränkt. Weil, also wie das bei rechtlichen Begriffen immer so ist, man muss natürlich definieren, welchen Geltungsbereich haben die denn zum Beispiel. Und bei Meinungsfreiheit gibt es ja total viele Momente, wo die an ihre Grenzen stößt. Ich darf zum Beispiel niemanden verleumden, ich darf nicht zu Straftaten aufrufen, Jugendschutz setzt da Grenzen, Sittlichkeit setzt Grenzen. Wenn ich was unterschrieben habe, dass ich keine Geheimnisse weitergebe, darf ich die auch nicht weitergeben. Und sogar, das finde ich immer ein ganz gutes Beispiel, um nur das Prinzip zu verdeutlichen, sogar in den Vereinigten Staaten, wo ja das Freedom of Speech noch einen sehr viel höheren Rang hat als hier beispielsweise, gibt es dieses eine Urteil, auch schon von Anfang des Jahrhunderts, das unter Strafe gestellt ist, in einem Theater unberechtigt Feuer zu schreien, wenn kein Feuer ausgebrochen ist. Das hat auf den ersten Blick nicht viel mit dem Thema zu tun, zeigt aber, diese Begriffe enthalten für sich genommen bereits sozusagen Einschränkungen. Ähnlich wie mit der Parteienfreiheit, heißt irgendwie, ich kann eine Partei gründen, ich kann auch eine Partei eintreten, heißt aber auch, die Partei muss nach innen demokratisch organisiert sein. Das heißt, da haben wir auch bereits eine Einschränkung. Und jetzt jenseits von so Formalia finde ich, also frage ich mich ja tatsächlich, warum an der Stelle über, also der mögliche Verlust von Meinungsfreiheit beklagt wird, wo es um das Recht von Neonazis geht, neonazistische Propaganda zu verbreiten. Wenn beispielsweise Leute sagen, wir fühlen uns durch solche Plakate verletzt, wir fühlen das Andenken an unsere Verwandten verletzt, wenn Interessengruppen sagen, also jetzt auch mal von der NPD weg, wir wollen nicht mehr, dass diskriminierende Sprache in den Medien verwandt wird, in Kinderbüchern verwandt wird, da ist das Verständnis relativ gering, wenn man sich die Debatten anguckt. Aber wenn die NPD sagt, wir würden übrigens gerne für uns das Recht in Anspruch nehmen, für uns witzige Formulierungen zur nationalsozialistischen Vernichtung auf unsere Plakate zu drucken, dann wird die Meinungsfreiheit mobilisiert. Und da fallen mir Sachen ein, die für mich eine größere Gefahr sind für die Meinungsfreiheit als möglicherweise Verzicht von Neonazis auf diese Propaganda. Woran? Da liegt aber wahrscheinlich die Differenz, die wir beide haben. Irgendwie. Weil ich halt denke, dass eine Demokratie muss in gewissem Umfang tatsächlich auch ja, unkonventionelle, abweichende Meinungen ertragen können, ja, sich mit ihnen auch auseinandersetzen. Das ist ja doch mein Punkt. Ohne, dass sozusagen sofort staatliche Repression eintritt. Also für mich, die Frage ist ja, wer verbietet oder sozusagen, wer setzt sich eigentlich mit solchen Meinungen auseinander? Wir sollten das nicht alles dem Staat überlassen und immer sagen, der Staat muss jetzt zuschlagen und so, der muss jetzt die Partei verbieten oder der muss mit dem Verfassungsschutz die alle beobachten und dann an den Pranger stellen. Sondern ich denke, das ist für mich auch ein Teil von Demokratie, dass es zunächst eben mal auch so eine geistig-politische Auseinandersetzung geben muss, ja, in der Bevölkerung, angefangen von der politischen Bildung bis hin zur zivilgesellschaftlichen Einrichtung. Sie selbst sind Bestandteil davon, die ja doch sehr gute Arbeit macht und sozusagen diesen Kampf aufnimmt. Das finde ich auch gut und richtig und ich finde, das muss man auch unterstützen. Also deswegen ist ja mein Argument, erst wenn das sozusagen wirklich ganz hart an der Kante ist, ja, dass dann sozusagen staatliche Repression zuschlagen muss. Und dafür haben wir beispielsweise das politische Strafrecht. Also beispielsweise solche Plakate oder sowas müssen natürlich, kann man daraufhin überprüfen, verstoßen sie gegen Strafrecht, verstoßen sie gegen geltendes Recht, ohne dass der Staat jetzt gleich Verbotsmaßnahmen einleitet, sondern in dem Fall dürfte er das nicht machen. Und man kann sozusagen dann die Autoren oder diejenigen, die das verbreiten, bestrafen, im Zweifel zu Gefängnisstrafen verurteilen.
stellen. Das ist alles möglich. Die Frage ist aber in der Tat, ab wo ist die Grenze, wie viel müssen wir ertragen? Das war ja Ihre Frage, wie viel müssen wir eigentlich ertragen? Und ich denke, dass man das nicht so allgemein beantworten kann, sondern man muss es immer auf die konkrete historische Situation sehen. Ich glaube halt im Augenblick, dass sozusagen die Potenziale, die zivilgesellschaftlichen Potenziale im Kampf gegen den Rechtsextremismus noch längst nicht ausgeschöpft sind, weil es beispielsweise eben auch vom Staat Hemmnisse dagegen gibt. Mhm. Also diese berühmte Extremismusklausel, ich weiß nicht, ob wir darüber noch reden würden oder sowas, ja, dass der Staat ja teilweise zivilgesellschaftlichen Einrichtungen sogar mit Misstrauen begegnet, die gegen den Rechtsextremismus kämpfen, sie unter den Verdacht stellt, die haben ja eigentlich auch was gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die sind ja dann linksextrem oder ich weiß nicht was. Also ich glaube, dass diese Potenziale noch längst nicht ausgeschöpft sind, sodass man sagen kann, okay, jetzt die Ultima Ratio ist jetzt das Parteiverbot. Mhm. Ja, so weit sind wir noch nicht. Deswegen würde ich eher erstmal die Forderung stellen und so, gerade jetzt angesichts der Koalitionsverhandlungen auch und so, kümmert euch mal darum, dass sozusagen zivilgesellschaftliche Initiativen gestärkt werden und nicht nur moralisch, sondern auch finanziell, dass die politische Bildung weiter ausgebaut wird in dem Sinne und. Genau das, was wir hier veranstalten über die Bundeszentrale für politische Bildung, die ja da auch sinnvolle Projekte macht. Da ist, denke ich, noch sehr viel Musik drin, ja, wie man sich sozusagen damit kümmern kann, bevor man sozusagen den Schnitt macht und sagt, okay, jetzt müssen wir an so ein Verbot ran. Also Ihnen geht es quasi um Bewusstseinsbildung und die Unterstützung von Bewusstseinsbildung von zivilgesellschaftlicher Seite. Und Sie sagen, ja, das ist wichtig, Sie machen es ja auch mit Ihrem Verein, aber wir brauchen auch den Staat dahinter, der das sozusagen vorantreibt. Ja, so ähnlich, wenn ich kurz irgendwie darf. Da sind wir tatsächlich, glaube ich, gar nicht so weit auseinander, weil ich nämlich, ich glaube nur nicht, dass das in so einer Reihenfolge geschehen muss. Mhm. Ich glaube, und da sind wir uns wahrscheinlich einig, das wichtigste Mittel gegen Rechtsextremismus ist eine engagierte Gesellschaft, sind Leute, die in der Lage sind, dagegen aufzubegehren, dem Widerstand entgegenzusetzen. Und das ist schließlich auch das, was am erfolgversprechendsten ist. Ich glaube nur, dass juristische Mittel nicht außer Acht zu lassen sind. Und ich glaube zwar auch, sozusagen ist es noch lange nicht ausgeschöpft und nicht umsonst bin ich sozusagen in dem Bereich tätig und nicht juristisch oder sowas. Ich glaube nur, man kann nicht darauf verzichten. Das zeigen auch Verbote von Kameradschaften oder anderen Verbindungen. Da gibt es noch einen Unterstützer auf Facebook, Frankie WG, hat einen Kommentar hinterlassen. Er sagt, statt Verbot, Investition in die Bildungsarbeit gegen Rechtsextremismus. Und das wäre auch eigentlich meine nächste Frage, nämlich, was kann man anstatt eines Parteiverbotes noch tun? Was ist wichtig? Sie haben es schon ein bisschen angesprochen, Herr Stöss, aber vielleicht nochmal detaillierter hinzugucken. Was fehlt, was braucht es, um anstatt einem Verbot wirklich auch Kontra zu geben quasi? Also ich kann ja für meine Seite nur sagen, für die wissenschaftliche Seite, für die Praxis ist ja Wehrhahn zuständig. Es gibt sozusagen auf meiner Ebene eine Fülle von Modellen, wie man mit dem Problem umgeht, Unterrichtseinheiten, Erziehungsmethoden, Friedenserziehung beispielsweise. Also es ist ja die einzige Frage, wie geht man an das Problem ran? Rassismus, also wie bekämpft man Rassismus? Gewalt sozusagen gegen, in Anführungszeichen, Fremde, gegen, in Anführungszeichen, Ausländer. Wie löst man eigentlich Konflikte ohne Gewalt und. Ja? Diese ganze Ebene, die auch stark pädagogisch natürlich geprägt ist, aber da gibt es eine Fülle von Maßnahmen, eine Fülle von Projekten, eine Fülle von Vorschriften, übrigens auch von Erforschung, von gelaufenen Projekten. Wie sind die eigentlich erfolgreich gewesen? Was davon kann man weitermachen und sowas von, das ist Best Practice, nennt sich sowas, also welches davon ist wirklich erfolgreich und. Ich glaube, es mangelt daran, das anzuwenden, aber es liegt im Grunde genommen unheimlich viel vor und deswegen ist es sozusagen meiner Meinung nach auf die Aufgabe des Staates, also der staatlichen Behörden, solche Projekte zu fördern, die Umsetzung zu fördern. Ja, wenn ich jetzt von meinem Gefühl ausgehe, fühlt sich das aber, da stockt es, das fühlt sich nicht so transparent an. Wie sehen Sie das? Ich sehe das im Prinzip ähnlich, aber anstatt, dass ich nochmal dasselbe sage, sage ich einfach noch weitere Sachen. Und zwar prinzipiell glaube ich, dass man sich Rechtsextremismus überall dort entgegenstellen kann, wo er einem begegnet. Und das sind eben nicht nur Aufmärsche der NPD, sondern der begegnet uns in unserem Alltag, in Sportvereinen, der begegnet uns in Kleingartenkolonien, wo auch immer man hinguckt. Wenn ich beim Fußballschauen sitze und hinter mir
jemand sich darüber aufregt, dass bestimmte Nationalspieler in seinen Augen keine Nationalspieler sein, weil sie nicht so deutsch aussehen, wie er sich Deutsche vorstellt, dann kann ich aufstehen und dem widersprechen. Ich kann das nicht so stehen lassen. Wenn in meiner Nachbarschaft eine Neonazi-Kneipe aufmacht, kann ich mich mit meinen Nachbarinnen in Verbindung setzen, kann ich Projekte und Initiativen kontaktieren und fragen, was kann man da machen. Dann können wir Wege finden, wie wir die da wieder rauskriegen. Und natürlich aber auch, wenn Neonazis ankündigen, in meiner Stadt einen Aufmarsch zu machen, kann ich mich mit Leuten in Verbindung setzen und versuchen, Proteste zu organisieren, dass dieser Aufmarsch vielleicht nicht stattfinden kann. Also die Aufgabe wäre natürlich eben sozusagen, wenn wir jetzt mal, wir sagen immer, das sind antidemokratische Erscheinungen und so. Wie kann man eigentlich sozusagen demokratische Strukturen in der Gesellschaft ermöglichen? Das fängt in der Schule an. Ja, wie können wir sozusagen mehr Demokratie in der Schule haben? Ich als Parteienforscher kann Ihnen sagen, wie können wir mehr Demokratie in Parteien haben? Ja, so. Also überhaupt demokratische Strukturen zu fördern, die Leute zu ermuntern, sich selbst auch zu betätigen, wie Sie das gesagt haben, sich auch zivilgesellschaftlich auch couragiert zu betätigen und dann eben aber auch sozusagen in der politischen Bildung immer deutlich zu machen, das lohnt sich, das ist vernünftig. Wir haben also Schüler beispielsweise, die Selbstverwaltung machen oder sowas. Ja, das lohnt sich. Wir können dadurch sozusagen mehr unsere Interessen innerhalb einer Schule vertreten. Und so, wenn wir da demokratische Strukturen reinbringen. Also Engagement ist sinnvoll, Engagement lohnt sich. Das heißt also, die Arbeit gegen Rechtsextremismus muss viel breiter sein. Nicht nur, dass wir sagen, weg mit NPD oder Faschismus oder irgendwie sowas, sondern es geht darum, demokratische Strukturen im Bewusstsein, aber dann auch in der Realität zu schaffen. Und da denke ich, gibt es eine Fülle von Ansätzen. Also man könnte unheimlich viel tun, ja, wenn sozusagen die moralische Unterstützung und auch die finanzielle Unterstützung dafür gegeben wäre. Und wenn ich das richtig verstanden habe, geht es auch nicht nur noch um Rechtsextremismus allein, sondern auch um Rechts und natürlich auch um Rassismus, weil das ist ja auch ein Thema, was oftmals nicht angesprochen wird, wenn ich das richtig gedeutet habe, weil es dann um Rechtsextremismus, und das bin ich ja nicht, aber ich kann quasi auch direkt im Fußballstadion was tun, wenn ich etwas mitbekomme. Ja, und auch jetzt wieder die Frage an euch. Ihr habt zugehört, ihr habt vielleicht eine Meinung euch gebildet und teilt die uns gerne mit, stellt aber auch gerne Fragen an die Experten. Im Chat, wie ich lese, wird heftig diskutiert. Da häufen sich die Themen. Teilt sie uns auch gerne mit, direkt hier an meine Gäste, über Facebook und über die Seite unter dem Video, aber auch über Twitter und den Hashtag Wir gegen Rex mit dem X am Ende. Wir kommen zum nächsten Kapitel. Nein, bevor wir das tun, sehe ich, hier ist noch etwas reingekommen. Eine Mail nämlich über die Seite der Bundeszentrale. K.O. ist der Namensgeber. Ich bin für ein Verbot der NPD, da ja die Abschaffung der Demokratie eines ihrer Ziele ist und sie somit meiner Meinung nach nicht auf demokratischen Rechten bestehen kann. Das ist ein perfekter Übergang, diese Meinung, zum nächsten Kapitel, nämlich der Frage, was bringt ein Verbot der NPD? Also vielleicht darf man dazu sagen, natürlich. Doch, demokratische Rechte haben alle. Mhm. Also nicht nur Leute, also selbst Straftäter haben demokratische Rechte, selbst Leute, die einsitzen, weil sie verurteilt sind, haben demokratische Rechte. Also das kann nicht das Argument sein, ja, dass man ihnen die demokratischen Rechte nimmt. Doch, man kann sie verbieten und wird sie verbieten und dann können sie dagegen klagen. Dazu kommen wir ja noch, was das bedeuten könnte, wenn sie dagegen klagen und wenn dem alles so kommen würde. Aber momentaner Zustand ist ja, die NPD genießt, Sie hatten es auch angesprochen, viele Privilegien und auch den Zugang zu Infrastrukturen. Als Beispiel, viele Bürger und Bürgerinnen zahlen eben quasi indirekt über die Steuern, finanzieren sie die NPD eben mit. Und die Frage, die auch im Raum steht, ob eben ein Verbot den Rechtsextremismus wirklich wirksam bekämpfen würde. Das schwang ja jetzt immer wieder mit. Herr Wehrhahn, was wäre denn der konkrete Nutzen von einem Verbot? Nun, ganz unmittelbar würde die NPD Geld verlieren, Mandate verlieren, Immobilien verlieren. Das würde für die NPD selbst natürlich die Folge haben, dass sie nicht mehr existiert, aber auch sozusagen darüber hinaus Folgen haben. Das heißt, es könnten keine Rechtsrockkonzerte mehr als NPD-Veranstaltungen angemeldet werden. Es könnten keine rassistischen Veranstaltungen unter dem Deckmantel der NPD durchgeführt werden, insbesondere nicht in städtischen, bezirklichen Räumlichkeiten, auf die die NPD in Anspruch hat. Und dann gibt es natürlich sozusagen noch mittelfristige Folgen, die so ein Verbot hat. Das sehen wir bei der Geschichte von den Verboten von anderen Parteien und Organisationen, dass das ein sehr zeitaufwendiger Prozess ist, sich wieder in irgendeiner Form in einer Struktur zu organisieren, die eine ähnliche Kraft hat, wie sie die NPD jetzt hat.
Wir hatten ja schon mal ein Parteiverbot, das ist schon lange her, aber da war auch der Effekt, nach dem Verbot der Sozialistischen Reichspartei 1952 war das, das ist also ewig her, dass das sozusagen ein Signal war an den bestehenden Rechtsextremismus außerhalb der SRP, da gab es ja auch noch andere Organisationen oder Gruppierungen, dass die gemerkt haben, der Staat lässt sich nicht alles bieten. Ja, so. Also wir lassen uns, wir, der Staat, der demokratische Staat, lassen uns nicht auf der Nase rumtanzen und wenn es zu schlimm wird, dann greifen wir auch ein. Und das hat dazu geführt, dass der Rechtsextremismus in den 50er Jahren wesentlich friedlicher war, also anknüpfen an Nationalsozialismus und so, das haben sie dann alles sein lassen, jedenfalls verbal oder sowas in der Öffentlichkeit und so, weil sie gesagt haben, okay, sonst sind wir auch gefährdet, dass man uns verbietet. Also ich denke, es hat auch sozusagen eine gewisse Wirkung auf den übrigen Rechtsextremismus, dass sie sozusagen nicht allzu radikal auftreten können, besonders was Gewalt angeht und. Also da sind schon Effekte auf den, wir reden jetzt vom organisierten Rechtsextremismus allerdings, ne? Effekte auf den organisierten Rechtsextremismus. Also so wie ich das heraushöre, wenn ich das richtig verstanden, könnte ein Verbot die rechtsextreme Szene auch schwächen. Ist das das, was Sie damit ausdrücken wollten, Herr Stoss? Ja, den organisierten Rechtsextremismus. Wir müssen ja sehen, der Rechtsextremismus erscheint ja in sehr unterschiedlichen Facetten. Es gibt die Organisation, also den organisierten, es gibt den ja nicht organisierten, subkulturellen, bewegungsförmig strukturierten Rechtsextremismus. Dann gibt es natürlich, das wird hier offenbar ja auch angesprochen gerade, gibt es den Rechtsextremismus in den Köpfen, also rechtsextreme Einstellungen und sowas. Also man muss jetzt genau gucken, was sind die Effekte eines Verbots, worauf, auf welche dieser drei Gruppen bezieht sich sozusagen. Sagen, beziehen sich diese Effekte. Sie sagen, es ist, da ist gerade was reingekommen, nämlich ein Kommentar über Facebook von Steffen Blattner. Er sagt, nicht verbieten. Wenn man eine Partei verbietet, ändert das gar nichts am rechten Müll in den Köpfen derer, die sie wählen. Nimmt der NPD die Basis und das Problem erledigt sich von alleine. Sonst ist es morgen nicht die NPD, sondern irgendeine andere Partei rechts außen. Das würden Sie hier unterschreiben oder eher nicht? Das würde ich so unterschreiben. Die Frage ist ja, ob man nicht das eine tun kann und das andere nicht lassen kann. Also natürlich ist es so, und da gebe ich dem User total recht, obwohl bedingt recht, würde ich sagen. Ein Verbot ist nicht die Maßnahme, die notwendigerweise Umdenken von denen zur Folge hat, die verboten werden. Gleichzeitig kann man natürlich auch feststellen, dass sozusagen Neuorganisationsprozesse immer auch zum Effekt haben, dass Leute nicht mehr mitmachen, weil das irgendwie aufwendig ist, weil man sich zerstreitet und naja, in der Szene, wo alle Führer gut finden, wollen halt auch Führer sein. Also wollen halt auch viele Leute Führer sein. Das heißt, da gibt es Streitigkeiten, da gibt es Zersplitterungen und so weiter und so fort. Das heißt, das wäre ein Erfolg, eine Schwächung und ja, vielleicht würden auch einige Leute umdenken. Zweifelsohne ist das nicht das Feld, auf dem der Kampf gegen Rechtsextremismus und gegen rechtsextreme, rassistische, antisemitische Einstellungen gewonnen wird. Da geht es tatsächlich darum, das an der Basis anzugehen. Vielleicht noch hier zu der Meldung von dem Steffen Blattner. Es ist ja richtig, dass die Gefahr besteht, dass sozusagen die sich dann, wenn eine Partei verboten ist und dass sich die Mitglieder in einer anderen Partei zusammenfinden. In der Regel ist es aber so, dass wenn das Bundesverfassungsgericht eine Partei verbietet, verbietet es auch zugleich die Bildung von Nachfolgeorganisationen. Ah, ja. Das heißt also, eine Partei nach dem Muster der NPD wird es dann nicht mehr geben, eine vielleicht friedlichere, dass die in andere Parteien gehen, in die AfD beispielsweise, Alternative für Deutschland, die europakritische Partei oder weiß ich was, es gibt ja noch die Freiheit, ich weiß nicht, ob die noch eine Rolle spielen, dann weiß man nicht oder was. Ja, aber eine sozusagen eine Nachfolgeorganisation für die NPD, im Übrigen auch für ihre Suborganisationen, die dann auch verboten werden, also junge Nationaldemokraten oder die Frauenorganisation nationaler Frauen und so, das alles wird nicht mehr funktionieren. Insofern wird es nicht ganz einfach sein, sozusagen für die Mitglieder, die überzeugte Nationaldemokraten waren, eine andere Partei zu finden. Das ist auch die Erfahrung mit der SRP. Die meisten sind in der Tat dann in die innere Emigration gegangen. Deren Einstellung im Kopf hat sich dadurch nicht geändert. Ja, sozusagen. Aber sie haben sozusagen nicht die Basis für eine neue Partei oder nur in Ausnahmefällen die Basis für eine neue Partei oder für eine bestehende Partei gebildet. Ja, hier ist ein Kommentar reingekommen, der knüpft eigentlich direkt daran an. Und zwar ist es, wäre dann eine, so eine neue Partei, wie Sie beschreiben, die zwar nicht wie die NPD ist und einen anderen Namen trägt, in anderem Gewand erscheint, ohne Beobachtung nicht viel gefährlicher? Eine Chatfrage.
Na, wir gehen ja davon aus, dass die sozusagen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sowohl beobachten, genau hingucken, was machen die eigentlich? Ja, so. Und dann sozusagen sich auch mit ihnen auseinandersetzen im Internet, auf der Straße, in Gegendemonstrationen und. Selbst wenn man, wie ich, kein Anhänger des Verfassungsschutzes bin und so auch nicht meint, dass der Verfassungsschutz jeder Partei hinterher schnüffeln muss oder sowas, denke ich, hier haben wir genug demokratische Potenziale, im Übrigen auch demokratische Medien, sollte man mal nicht vergessen. Ja, das ist auch die Presse, ist ja sehr kritisch diesen, zumeist sehr kritisch diesen Parteien eingestellt, dass sozusagen da eine Öffentlichkeit da ist, die deutlich macht, also hier ist eine neue Partei oder sowas, was da damit passiert. Also die Aufklärung darüber kann sehr wohl funktionieren. Ja, dem würde ich mich tatsächlich anschließen. Also es ist ja, zum einen gibt es eine sehr aktive Beobachtung der NPD durch antifaschistische zivilgesellschaftliche Initiativen, gibt natürlich genau dasselbe auch für andere Kameradschaften und auch andere rechte Parteien. Und natürlich wird es auch sein, wird es auch der Fall sein, wenn es eine neue rechte Partei gibt, die sich gründet. Also da würde ich sagen, ist es gibt es keinen unmittelbaren Zusammenhang, wenn dann einen umgekehrten, dass der Neugründungsprozess überhaupt Aufsehen erregt und sozusagen eine stärkere Infokusnahme eher begünstigen könnte. Und jetzt mal weg von einer Parteienbildung, sondern eher mehr so der Blick auf die Szene, so ein Verbot von der Partei ja als irgendwie trotzdem einziges seriöses Organ in Anführungszeichen, würde das die Szene nicht noch mehr radikalisieren? Oder man kann hier wild spekulieren oder ist das eine... Naja. Da, Entschuldigung, ich bin ins Wort gefallen. Da, ich frage mich ja immer, was das für Vorstellungen sind, wie radikaler soll es denn eigentlich noch werden? Das ist zum einen eine Frage, die sich dann mir in den Kopf schießt, und zum anderen gibt es die Erfahrung mit verbotenen Organisationen, gibt es nicht her. Also es kam nicht zu einer Radikalisierung. Es gibt Leute, die behaupten, das Oktoberfestattentat 1980 war eine Folge von dem Verbot der Wehrsportgruppe Hoffmann. Nun kann man gleichzeitig auch fragen, ob nicht Organisationen wie Wehrsportgruppen ohnehin ein gewalttätiges Potenzial in sich tragen, was zu genau solchen Taten führt. Und wenn wir uns den nationalsozialistischen Untergrund anschauen und die Biografie der Täter und der Täterin anschauen, dann merken wir, dass da eine verbotene Organisation keine besonders große Rolle gespielt hat. Mhm. Umgekehrt könnte man fragen, was wäre denn vielleicht anders verlaufen, wenn der Thüringer Heimatschutz schon damals unter stärkerer Repression gewesen wäre, vielleicht verboten worden wäre und nicht lediglich durch ungezählte V-Männer so staatlich auch noch finanziert worden wäre. Mhm. Es gibt ja eine Theorie, die lautet, dass wenn im Rechtsextremismus Parteien besonders erfolgreich sind, dann achten sie darauf, dass sozusagen das gewalttätige Potenzial zurückgefahren wird. Also das ist ein Beispiel. Sie haben das vorhin erwähnt. Mhm. Die NPD hatte ja in den 60er Jahren, war sie in 7 allerdings westdeutschen Landtagen vertreten. Und damals war sozusagen die Gewaltbereitschaft jenseits der NPD im Rechtsextremismus sehr gering. Das hat die Partei auch immer versucht zu verhindern. Sie hat es nicht immer geschafft, wie wir wissen, mit ihrem Ordnerdienst. Sie hatte einen Ordnerdienst und so, der ziemlich militär aufgetreten ist. Aber sozusagen das Gewaltpotenzial war ziemlich gering, weil die NPD sagt, wir wollen Wahlkämpfe gewinnen. Ja, so. Und das schadet uns nur, wenn man gewalttätig ist. Das kann man sozusagen zeigen, dass die ersten terroristischen Aktivitäten zu einer Zeit da waren, wo die NPD auch ziemlich schwach war. So, das wird als Argument immer herangeführt. Ich denke auch, und da würde ich ihm zustimmen, dass mittlerweile die NPD ja selbst sozusagen mit diesen Gruppen zusammenarbeitet, und so, dass diese These mag früher gestimmt haben. Sie mag auch in anderen Ländern stimmen. Also es gibt auch Beispiele dafür in Frankreich und in anderen europäischen Ländern mit dem Rechtsextremismus. Ich denke aber in Deutschland, gerade was die NPD angeht, ist die Bereitschaft eher dazu da, sozusagen mit so einen Gruppen zusammenzuarbeiten, wenn auch mit dem Interesse, sie in die Partei zu integrieren. Mhm. Aber man arbeitet mit ihnen zusammen und toleriert damit natürlich auch die Gewalt. Und jetzt nochmal ein Blick so auf die Gesellschaft geworfen. Wir haben es ja vorhin schon ein bisschen angesprochen. Also jeder ist sozusagen beteiligt. Es geht nicht nur um den extremen Rand, über den immer gesprochen wird. Würde so ein NPD-Verbot nicht auch zu einer falschen Beruhigung führen? Also die NPD wäre dann quasi zwar nicht mehr sichtbar und alle können denken, so, das Problem hat sich erledigt und der Rechtsextremismus ist besiegt. Was würde das gesellschaftlich bedeuten? Würde das beruhigen? Das kommt darauf an, würde ich sagen, weil prinzipiell besteht diese Gefahr natürlich immer, wenn man über Rechtsextremismus oder Rassismus spricht. Es kommt darauf an, wie man drüber spricht, weil man könnte so eine These natürlich auch ganz ähnlich für die Untersuchungsausschüsse zum NSU behaupten oder für den Prozess in München. Das heißt, wenn der Prozess vorbei ist, ist die Aufmerksamkeit weg.
wird wahrscheinlich niemand sagen, dann lassen wir den Prozess lieber bleiben. Sondern dann muss man halt nachdenken darüber, wie spricht man denn über Rechtsextremismus und Rassismus? Spreche ich da in einer Art und Weise drüber, die das Problem als sehr weit weg von mir darstellt? Mhm. Das sind nur Jugendliche, nur Männer, nur in Ostdeutschland und hat mit mir überhaupt nichts zu tun, kommt in meinem Bezirk nicht vor, in meiner Partei nicht vor, in meiner sozialen Klasse nicht vor und so weiter und so fort. Oder spreche ich über Rechtsextremismus und Rassismus als ein gesellschaftliches Problem? Wenn wir uns Umfragewerte zum Beispiel angucken, dann gibt es Zustimmung zu Rassismus zwischen 20% und 30%. Wenn wir irgendwie Leuten zuhören, die Interessengruppenvertreterinnen und Vertreter sind, dann merken wir, es gibt ein massives Problem mit Rassismus in Institutionen, bei der Polizei, im Bildungsbereich. Also es gibt ja, eine Sorge habe ich nicht, dass uns die Anlässe ausgehen, über Rechtsextremismus und Rassismus zu sprechen. Ich wünsche mir das, dass es irgendwann so ist, aber ich glaube erstmal für die absehbare Zeit noch nicht dran. Das heißt, es finden jeden Tag Übergriffe statt, es finden jeden Tag Angriffe statt. Es gibt genügend Anlässe, darüber zu sprechen, man muss sie nur wahrhaben wollen. Also das Argument ist quasi nicht haltbar. Nö, das ist für das Argument erstmal ja schon bedenkenswert. Mhm. Also alle reden jetzt über ein Verbot. Mhm. Interessanterweise niemand redet darüber, was machen wir sonst noch? Mhm. Gerade jetzt, wo Koalitionsverhandlungen sind, da wird eine neue Bundesregierung gebildet, die 80% der Mandate im Deutschen Bundestag verwendet, würde man doch erwarten, dass sie sagt, okay, Verbot wollen wir jetzt machen, okay, tun wir jetzt, womöglich sogar auch der Bundestag beteiligt sich dran, Bundesregierung, aber was noch? Wie geht man denn mit dem Rechtsextremismus in den Köpfen um, der hier immer im Internet angesprochen wird und so? Mhm. Das fehlt mir halt, ja. Und deswegen ist natürlich die Gefahr besonders groß, ja, gerade von konservativ eingestellten Menschen, die sagen, da ist der Staat für zuständig, der Staat hat jetzt das Seinige getan, wir haben die verboten, damit ist Ruhe im Karton. Die Gefahr besteht halt für mich, ja, wenn man nicht sozusagen so ein Gesamtprogramm macht, das sowohl repressive Maßnahmen enthält, meinetwegen Verbot oder so, aber eben auch sozusagen gesellschaftspolitische Maßnahmen enthält. Und genau diesen Mangel sehe ich im Augenblick. Deswegen finde ich das Argument schon erstmal diskussionswürdig. Okay. Und im Chat-Kommentar wird das auch nochmal sozusagen bestätigt. Ich bin gegen ein Verbot. Das Problem ist in den Köpfen. Ja. Und Guest 76, der vorhin sich schon mal zu Wort gemeldet hat, schreibt nochmal im Chat, freie Kameradschaften wird es ja weitergeben. Von daher werden noch oft Rechte auf die Straße gehen. Also, Herr Stöß, definieren Sie dann die NPD eher so als ein Symptom oder als das Problem selbst? Ja, also das Argument mit dem Symptom ist ja nicht ganz falsch. Also die Erfolge der NPD beruhen ja, wir haben ja vorhin darüber geredet und sowas, beruhen ja unter anderem auch darauf, dass bestimmte Menschen sozusagen, die unzufrieden mit ihrer Lebenssituation sind, das können soziale Probleme sein, ja, das können aber auch politische Probleme sein, politisch-kulturelle Probleme sein, die sehr unzufrieden sind und wollen dann sozusagen den etablierten Parteien einfach mal die braune Karte zeigen. Das kann sozusagen aus Protest sein, das kann auch aus Überzeugung sein, aber anyway, hier wird sozusagen die Unzufriedenheit schlägt sich hier nieder in der Unterstützung von Rechtsextremismus. Also insofern ist natürlich auch die NPD ein Stück weit Ausdruck sozusagen von Unzufriedenheit in der Gesellschaft. Aber was lehrt uns das denn? Also wir müssen dann mit der Unzufriedenheit an die Ursachen der Unzufriedenheit gehen. Es gibt halt soziale Probleme, gerade in den neuen Bundesländern. Wenn wir hier, also denken wir mal, die Demonstration gegen Hartz IV oder sowas, die Hartz IV-Auseinandersetzung, die haben eben gerade in Ostdeutschland noch größere Bedeutung gehabt als in Westdeutschland, weil da das Lohnniveau niedriger ist, das Rentenniveau niedriger ist und sowas. Und die NPD-Erfolge, als sie das erste Mal in Sachsen eingezogen sind, 2004, fanden auf dem Höhepunkt dieser Hartz IV-Protestaktivitäten statt, dem Hartz IV-Demonstrationen statt. Also ein Stück weit spielt das schon auch eine Rolle, bloß daraus die falschen Schlussfolgerungen zu ziehen, wäre ja falsch. Also sozusagen der Staat muss schon auch was tun, um die Lebenslage der Menschen zu verbessern oder um jedenfalls den Leuten deutlich zu machen, wir tun wirklich alles, ja, damit es euch tendenziell besser geht. Und in dem Augenblick, wo sozusagen die Menschen den Eindruck haben, das machen die nicht, die kümmern sich eh nicht um uns oder sowas, ja, durch weiß ich was, welche Maßnahmen auch immer, besteht natürlich die Gefahr, dass dann auch solche Parteien gewählt werden. Als letzten Satz auch noch, wenn man unzufrieden ist mit seiner sozialen Lage, ist die einzige Alternative nicht NPD zu wählen. Also man kann sich auch in Gewerkschaften organisieren, man kann sich in Initiativen, die sich um Arbeitslosigkeitsprobleme kümmern, engagieren und so. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ja. Man muss da nicht unbedingt seine Stimme der NPD geben, wenn man unzufrieden ist. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz daran anschließen. Dem würde ich total zustimmen. Ich glaube,
Und daraus, glaube ich, folgt auch was für genannte Organisationen, also für die Parteien, für die Gewerkschaften und so weiter und so fort. Wenn man sagt, und das halte ich für sehr plausibel, dass Rassismus auch oder dass der Kampf gegen Rechtsextremismus auch einer ist, um die Deutungshoheit über die soziale Frage, über soziale Themen, dann heißt es halt auch für Verbände, für Parteien, für Initiativen, dass es wichtig ist, diese soziale, also Fälle von sozialer Ungleichheit so zu thematisieren, dass die Leute das Gefühl haben, natürlich, das irgendwie geht um sie, und gleichzeitig zu verzichten auf nationalistische, völkische, rassistische Deutungen dieser sozialen Probleme. Mhm. Ja. Also soziale Gerechtigkeit, wer trägt die Schuld, wer trägt sie nicht, und sollte die NPD verboten werden, ja oder nein? Was ist denn eure Meinung? Ihr diskutiert heftig auf Facebook, das muss ich mir später noch ganz genau nochmal anschauen, aber schickt mir eure Nachrichten, kommentiert auch das, was meine Gäste hier sagen, gerne über Facebook, die Seite unter dem Video auf der Seite oder auf Twitter unter dem Hashtag Wir gegen Rex mit X am Ende. Wir kommen zum letzten Punkt dieses Gesprächs, nämlich der Umsetzung der Frage, wie funktioniert denn so ein Verbot einer Partei überhaupt? Wir diskutieren dieses Verbot ja seit dem Bekanntwerden der Mordserie der NSU. Der Bundesrat hat beschlossen, einen Verbotsantrag zu stellen beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, und der wird derzeit bearbeitet oder erarbeitet. Und die Frage, um die es jetzt gehen soll, welche Voraussetzungen müssen eigentlich erfüllt sein, damit eine Partei verboten wird, und sind die Voraussetzungen im Fall der NPD gegeben? Herr Stöss, wieso wird eine Partei überhaupt zugelassen? So mal ganz plakativ gefragt. Ja, Parteien wären recht eigentlich gar nicht zugelassen. Mhm. Jeder Mann, jede Frau ist berechtigt, eine Partei zu gründen. So. Mhm. Wenn sich diese Partei an Wahlen beteiligen will, muss sie sich bei den Bundeswahlleiter oder auf Landesebene bei den Landeswahlleitern anmelden. Die Voraussetzungen für die Zulassung bei Wahlen sind rein formaler Art. Also das müssen ein paar Leute sein, ich glaube 5 oder 6, mehr müssen es gar nicht sein. Sie müssen ein Programm haben, das Programm kann auch sehr kurz sein, sehr klein sein, aber nur formal. Keiner guckt, was in dem Programm steht. Mhm. Und Sie müssen, wie das so schön heißt, die Ernsthaftigkeit eben dokumentieren, dass Sie am politischen Willensbildungsprotest teilnehmen. Also, aber selbst Joke-Parteien, das gibt es schon auch bei uns und so, haben auch die Möglichkeit, sich an Wahlen zu beteiligen. Also es gibt, wenn man so will, keine Zulassung von Parteien oder sowas. Der Parteigründungsprozess ist frei und es gibt allenfalls formale Bedingungen, aber keine inhaltlichen Bedingungen an die Gründung einer Partei. Das ist ja so ein vielgeglaubter Irrtum, dass man zugelassen werden müsste. Das haben Sie gut erklärt. Wie genau funktioniert denn dann, wenn ich also eine Partei gegründet habe, die existiert dann, wie die NPD, jetzt schon fast 50 Jahre, und wie funktioniert dann denn ein Verbotsverfahren? Also wie setzt man das in Gang? Wer entscheidet dann über das Wie und das Was? Also zuständig für Parteiverbote, jetzt geht es darum, um Parteien, die Bundesebene, auf der Bundesebene aktiv sind, ist das Bundesverfassungsgericht. Es gibt ja Parteien, die nur auf Landesebene zugange sind und so. Da wären dann die Länder, die Landesverfassungsgerichte zuständig. Wir bleiben auf der Bundesebene. Also das Bundesverfassungsgericht entscheidet über das Verbot einer Partei. Da ist der zweite Senat, das Bundesverfassungsgericht hat da 2 Senate, das ist wichtig, der zweite Senat zuständig, besteht aus 8 Richtern, Richterinnen. Und das, die Entscheidung muss mit einer Zweidrittelmehrheit gefällt werden. Das heißt, die Hürden sind schon deswegen unheimlich hoch. Ja? Wenn nur 3 Richterinnen oder Richter dagegen sind, läuft nichts. Antragsberechtigt sind nur 3. Der Bundestag, der Bundesrat und die Bundesregierung. Also keine Verbände beispielsweise, keine Privatpersonen können da tätig werden. Es sind nur diese 3 ja, Institutionen oder genauer gesagt Verfassungsorgane, es handelt sich in allen Fällen um Verfassungsorgane, nur die dürfen einen Antrag stellen und müssen diesen Antrag begründen. Diese Begründungen, die da ausgearbeitet werden, das machen in der Regel die Verfassungsschutzämter oder sowas, die tragen die Argumente zusammen und werden dann von Juristen namens der Bundesregierung, des Bundestags oder des Bundesrats vorgetragen. Und dann entscheidet der zweite Senat mit 2 Drittel Mehrheit seiner Mitglieder. Mhm. Ich glaube, Sie haben die Frage, die jetzt reingekommen ist, vorhin schon beantwortet, aber ich stelle sie trotzdem nochmal, um das deutlich zu machen. Henry Krause fragt über Facebook, vielleicht könnt ihr hier mal drüber aufklären, in welchen westlichen Demokratien es überhaupt das Instrument des Parteiverbotes gibt. Das ist eine ganz schwierige Frage. Also Parteiverbote gibt es in vielen westeuropäischen Ländern, wobei die Bedingungen ganz unterschiedliche sind. Der entscheidende Punkt in Deutschland ist ja, dass wir die wehrhafte Demokratie haben und dass deswegen sozusagen Parteiverbote nur durch das Bundesverfassungsgericht
durchgeführt werden können. In Spanien beispielsweise gibt es das Instrument des Parteiverbots, auch da ist das Verfassungsgericht zuständig. Aber es gibt kein Prinzip der wehrhaften Demokratie. Das heißt, wenn man in Spanien eine Partei verbieten will, muss man ganz anders argumentieren. Mhm. Die haben beispielsweise mal die Herri Batasuna, das ist die Partei der militanten Basken, mhm. die haben sie verboten, aber mit dem Argument, die bekämpfen ja militant, bewaffnet die Demokratie. Mhm. So, das heißt, da haben wir in den einzelnen Ländern ganz unterschiedliche Vorstellungen. Dänemark beispielsweise gibt es kein Parteiverbot. In Dänemark kann man eine NSDAP, gibt es auch im Übrigen, eine NSDAP in Dänemark gründen, obwohl die Dänen ja während des Zweiten Weltkrieges besetzt waren von Deutschland. Mhm. Also würde man ja annehmen können oder sowas. Die wehren sich jetzt gerade, wenn da wieder eine Nazi-Partei organisiert ist. Nein, die argumentieren so wie wir vorhin mit der Volkssouveränität, demokratische Prinzipien. Parteien werden nicht verboten. In den USA gibt es beispielsweise auch kein Parteiverbot. Also man muss sich das in einzelnen Fällen angucken. Teilweise kann man Verbeihen auch nur durch einen juristischen, durch einen administrativen Akt mhm. verbieten, ja, wobei die Parteien dann aber sich gerichtlich dagegen wehren können. Also die Situation ist ganz kompliziert, dass man jetzt nicht sagen kann, es gibt die Länder, da gibt es ein Verbot und in den Ländern gibt es kein Verbot. Herr Wehrhahn, nach einem Urteil vom Bundesverfassungsgericht heißt es ja, ein Parteiverbot geht aber nur dann, wenn eine Partei nicht nur verfassungsfeindlich ist, sondern verfassungswidrig. Das sind ja zwei ganz nahe Begriffe. Vielleicht noch mal kurz erläutert, was das bedeutet. Also verfassungsfeindlich ist sozusagen bezeichnet eine Einstellung gegenüber Grundwerten unserer Demokratie. Damit eine verfassungswidrige Haltung vorliegt, muss auch eine, wie es heißt, aktiv-kämpferische, aggressive Grundhaltung gegenüber den Werten der Demokratie vorliegen. Das letzte Mal ausbuchstabiert wurde das, glaube ich, Mitte der 50er Jahre. Insofern ist es tatsächlich die große Frage, was die Richterinnen und Richter darunter fassen werden. Kämpferisch-aggressive Haltung, aber die NPD distanziert sich ja von Gewalt. Darüber haben wir auch mehrmals jetzt hier gesprochen. Also ist das nur ein Lippenbekenntnis oder ist die NPD gewalttätig? Also das ist jetzt natürlich sehr spekulativ, aber da nochmal hingeguckt, wenn es um Verfassungswidrigkeit geht und damit natürlich auch um die Frage, ob ein NPD-Verbot überhaupt durchzubringen wäre. Also das Moment der Gewalt kann man insgesamt von der NPD nicht trennen. Wir haben ja vorhin über die Grundlagen gesprochen. Wer einen solchen Begriff von Volksgemeinschaft vertritt, oder anders angefangen, ein solcher Begriff von Volksgemeinschaft bedeutet immer Gewalt gegen die, die nicht dazugehören. Egal, ob nun jemand selbst die Lunte anzündet oder nicht. Zweifelsohne ist diese Frage, wer die Lunte anzündet, für ein Verbot durchaus relevant, das gebe ich zu. Aber es mangelt ja nun auch nicht an Beispielen, wo es sozusagen Verbindungen in gewaltbereite Szenen gibt, wo Ordnerdienste zum Beispiel von der NPD beauftragt werden, die sich aus gewaltbereiten Strukturen rekrutieren. Wenn wir uns angucken, was für NPD-Funktionsträger beispielsweise zu Veranstaltungen von Blood and Honor ins Ausland fahren, Blood and Honor ist ja hier verboten, dann wirft es auch die Frage auf, wie denn so da die Beziehungen beschaffen sind. Und wenn wir uns auch einzelne Aussagen angucken im Hinblick auf eine Zukunft, wie sie sich die NPD vorstellt. Also ich glaube, das ist auch auf der Homepage dieser Sendung ist dieses Zitat auch drauf von Udo Vogt, dem ehemaligen Vorsitzenden, der das Selbstbestimmungsrecht der Völker dergestalt auslegt, dass es auch erlauben muss, dass wenn wir, sagt er, wen auch immer er mit wir meint, entscheiden, dass Europa das Land der weißen Rasse ist, dass sie das auch zur Not mit militärischen Mitteln durchsetzen mhm. würden. Das ist doch eine relativ klare Ansage zum mhm. Verhältnis zu Gewalt. Also Stichwort ist natürlich, mhm. man weiß es nicht. Ja. Mhm. Das ist genau das Problem. Also das Bundesverfassungsgericht hat sich letztmalig in dem Zusammenhang beim KPD-Verbot 1956, erstmalig 52 beim SRP-Verbot, mhm. da haben wir vorhin gesprochen, mhm. als Nachfolgeorganisation der NSDAP, und dann wurde 56 die KPD verboten. Da hat es diese Formulierung gebracht, die Herr Wehrhahn auch angesprochen hat. Also man muss sozusagen sich gewalttätig gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten, mit dem Ziel, diese letztendlich zu beseitigen. Das Problem war, heißt dabei Gewalt. Weder die KPD noch die SRP hat damals sozusagen einen gewalttätigen Kampf gegen die Bundesrepublik mhm, geführt. Mhm. Was meinte das Bundesverfassungsgericht damals mit Gewalt? Es gibt ja unterschiedliche Gewaltbegriffe. Es gibt auch einen Begriff der strukturellen Gewalt. Es gibt den Begriff der ideologischen Gewalt. Ja? Man kann sozusagen auch, wenn man sozusagen nur den Holocaust leugnet, damit sozusagen Gewalt ausdrücken. Mhm.
Gegen Newton. So, die Frage ist, wie wird das Bundesverfassungsgericht urteilen? Es muss sich ja diese Kriterien selbst erarbeiten. Es ist nicht verpflichtet, im Übrigen, sich an sein Urteil von 52 oder von 56 zu halten. Die Richterinnen können heute sagen, wir haben jetzt unter den heutigen Bedingungen ganz andere Kriterien, an denen wir uns orientieren. Das heißt, man weiß es nicht und damit ist ein Verbotsverfahren immer auch ein Risiko. Es kann daneben gehen, nicht wie beim letzten Verbotsverfahren, sondern auch aus inhaltlichen Gründen daneben gehen, dass man sozusagen der NPD gar nicht nachweisen kann, ja, dass sie sich nun mit allen Mitteln gegen den Wesenskern unseres Grundgerechtes, gegen den Wesenskern unserer Demokratie richtet. Mhm. So. Bevor ich die Frage stelle, was vor 10 Jahren war, kommt eine Frage aus dem Chat von Guest442. Kann man die NPD nicht als Nachfolgerorganisation der Sozialistischen Reichspartei, also wiederum der NSDAP, verstehen und somit ein Verbot erzwingen, ohne ein erneutes Verfahren zu riskieren? Das ist ein interessanter Gedanke, der spielte bei der NPD, bei der alten NPD, die Sie angesprochen hatten, in den 60er Jahren. 1969 hatte sich an der Bundestagswahl beteiligt und damals knapp die 5%-Hürde übersprungen mit 4,3%. Und da kam bereits das Argument aus. Man muss doch überhaupt gar kein Verfahren vom Bundesverfassungsgericht gegen diese Partei einleiten, denn Nachfolgeorganisationen, die NSDAP ist durch alliiertes Recht verboten worden und die Gründung von Nachfolgeorganisationen ist verboten. Das heißt, man muss die NPD einfach nur auflösen. Mhm. Nichts, kein Verfassungsgericht. Mhm. Das ist jetzt hier derselbe Gedanke, der da eine Rolle spielt. Irgendwie. Das Problem ist jetzt, kann man wirklich den Nachweis bringen, dass die NPD eine Nachfolgeorganisation der SRP und damit indirekt der NSDAP ist. Ich denke mal, das wird sich juristisch nicht durchsetzen lassen, sozusagen die Argumentation. Sie ist sozusagen von der Ideologie her richtig, wenn man sagt, völkischer Nationalismus, diese Traditionslinie NSDAP, SRP, NPD, das stimmt. Mhm. Aber juristisch zu einer Nachfolgeorganisation gehört schon noch ein bisschen mehr, als sozusagen nur in derselben ideologischen Tradition stehen. Deswegen denke ich, ist der Gedanke erstmal ja berechtigt, so, aber ich glaube nicht, dass er sich rechtlich durchsetzen lässt. Und Sie sprachen es eben gerade an, vor 10 Jahren hat es nicht geklappt mit dem Verbotsverfahren. Vielleicht nochmal hier kurz zusammengefasst, was ist damals passiert? Das ist nicht ja, da geklappt. Ging es nicht um die Ideologie, nicht um den Kampf der NPD gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung des Grundgesetzes. Das hatte ganz formale Gründe, da ging es um V-Leute. Also es hat sich fest rausgestellt und so, dass die Verfassungsschutzämter, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, etwa 30 V-Leute unter den führenden Funktionären der NPD, damals hat man dann gesagt 210 führende Funktionäre, Landesvorstände, Bundesvorstand, unter 210 führenden Funktionären 30 V-Leute hatte. Und damit ist gegen ein Prinzip verstoßen worden, was wir schon anfangs angesprochen haben, die Staatsfreiheit der Parteien. Also die Parteien, Gründung der Parteien ist frei und sie agieren unabhängig vom Staat. In dem Augenblick, wo der Staat V-Leute in die Partei einschmuggelt, und die darf wichtige Funktionen übernehmen, ist die Partei nicht mehr staatsfrei. Der Staat hat dann sozusagen seine Hände unmittelbar in der Partei drin, durch seine V-Leute. Und die könnten jetzt beispielsweise verraten dem Staat, wie die Verteidigungsstrategie der NPD vom Bundesverfassungsgericht ist. Ja? Also die Partei wäre nicht mehr autonom, wenn der Staat seine Hände drin hat. Und das sei ein Verfahrenshindernis, um ein Verfahren nach rechtsstaatlichen Mitteln durchzuführen. Das hat jetzt sozusagen eine Minderheit der Richter, das war nicht die Mehrheit, aber es gab eben nicht die Zweidrittelmehrheit zur Fortführung, eine Minderheit der Richter festgestellt und sagt, diese V-Leute sind ein Verfahrenshindernis. Ja? Wenn man ein Verfahren gegen die NPD macht, muss man vorher, die Frage ist, wie lange vorher, die V-Leute rausziehen. Aber die V-Leute aus Führungsebene, wenn ich das richtig verstanden habe, wie ist das denn jetzt? Ist dieses V-Leute-Problem mittlerweile gelöst? Also V-Leute, nochmal ganz deutlich gemacht, bezahlte Neonazis und nicht irgendwelche Spitzel? Wie ist das heute? Das würde mich stark wundern, sagen wir so. Mhm. Um die Wahrheit zu sagen, ich weiß es nicht. Mir ist auch, also die Möglichkeiten, das zu wissen, sind auch sehr begrenzt. Also eine Anekdote, die das vielleicht gut beleuchten kann, schon also Ende 2012 war es, glaube ich, dass die Innenminister telefonisch auf einer Konferenz beschlossen haben, dass die V-Leute aus den Führungsebenen der NPD abgezogen werden. Nun ist es die Materialsammlung für das Verbotsverfahren erstellt worden. Verschiedene Leute haben es gesichtet und es findet sich allerdings niemand, der unterschreiben würde, ja, das ist frei von sogenannten V-Mann-Quellen.
oder jemand, der unterschreiben würde, ja, die V-Männer sind tatsächlich abgeschaltet worden. Das finde ich, sagt eine ganze Menge über den Grad der demokratischen Kontrollierbarkeit von Geheimdiensten aus. Mhm. Wenn sozusagen die Landeschefs diese Entscheidung lieber weiter delegieren wollen, jedes Mal mal der vom LKA sagen, jedes Mal mal der vom Verfassungsschutz sagen und vielleicht wissen die es auch nicht. Das heißt, diese Praxis, Neonazis zu bezahlen, im Austausch für Informationen höchst fragwürdiger Güte, ist nicht kontrollierbar, ist auch nicht transparent, ist im Zweifelsfall nicht nachvollziehbar und ist nach meinen Begriffen eher Teil des Problems als Teil der Lösung. Und nochmal, um es richtig zu verstehen, es geht schon um V-Leute in der Führungsebene und nicht darum, ob es generell noch V-Leute in der NPD gibt. Bei diesem Verfahren, würde das einen Unterschied machen? Nö, ich glaube nicht. Ich nehme mal an, auch dass, wenn da überhaupt V-Leute angeworben werden, dass die natürlich irgendwas wissen müssen. So, sonst macht es ja keinen Sinn, denen Geld zu geben und sowas. Dass die also im Wesentlichen schon sozusagen in den mittleren bis oberen Führungsgruppen angesiedelt sind. Man muss natürlich noch eins bedenken. Das Verfassungsgericht ist ja heute nicht mehr zusammengesetzt wie noch vor 10 Jahren. Das heißt also, dieses Argument mit den V-Leuten muss ja heute gar nicht mehr von den Verfassungsrichtern angeführt werden. Ja, die können ja sagen, okay, das Bild, also das sind eigentlich gar keine Staatsvertreter in den Parteien, sondern das sind eigentlich Neonazis, die sich nur ein paar Marken nebenbei verdienen. Ja, wäre rein theoretisch denkbar. Das heißt, auch da weiß man nicht genau, wie geht das Verfassungsgericht mit denen um. Sicherheitshalber, denke ich, haben jetzt einige Innenminister gesagt, naja, wir haben die rausgezogen oder die werden die rausziehen. So. Aber sie wissen ja auch nicht, ob dieses Argument überhaupt eine Rolle spielt und dann wissen wir gar nicht, ob die wirklich rausgezogen sind. Stimme ich ihm völlig zu. Da darf man auch skeptisch sein. Okay. Und skeptisch sein darf man noch wegen einem anderen Grund und den hat uns jemand via Kommentar über die Seite der Bundeszentrale hereingeschickt. Der Verbotsantrag würde doch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte abgelehnt werden, da die NPD die Demokratie in Deutschland nicht gefährdet, da sie zu klein ist und die Verfassungsfeindlichkeit der gesamten Partei durch die beantragten Verfassungsorgane bisher nicht nachgewiesen werden konnte. Sprich, die Frage ist, würde der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ein Verbot, beispielsweise was hier in Deutschland gefallen wäre, nicht sowieso kippen? Also das ist ein ganz beliebtes Argument, vor allen Dingen von denjenigen, die gegen ein solches Verbotsverfahren sind. Also erstens muss man mal sagen, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat nicht die Möglichkeit, ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aufzuheben. Mhm. Also die Annahme, das Bundesverfassungsgericht bezeichnet die NPD als verfassungswidrig und löst sie auf, ja, kann der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte nicht sagen, nee, das Urteil gilt nicht. So, das Problem ist viel, viel komplizierter. Mhm. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat sich in der Vergangenheit mit Parteiverbotsprozessen beschäftigt und hat in mehreren Prozessen auch gesagt, ja, dass das Parteiverbot gegen die Menschenrechte verstößt. Aber was dann passiert, beispielsweise in der Türkei gab es mehrere solche Fälle, was dann passiert, ist wieder auf der Ebene des nationalen Rechts. Also wie geht dann sozusagen das jeweilige Land damit um? In der Türkei gab es natürlich nicht wie bei uns sozusagen Verfahren vor einem Bundesverfassungsgericht oder sowas. Und es gibt in der Türkei auch keine wehrhafte Demokratie. Das heißt, da sind die Bedingungen etwa anders als bei uns. Ja, bei uns ist das so, das Bundesverfassungsgericht hat beschlossen und dann gilt der Beschluss. Es muss allerdings in seiner Begründung für den Beschluss auf die Argumente des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte Bezug nehmen. Also es muss sagen, okay, die haben in den und den und den Fällen so argumentiert, ja, und deswegen und gegen diese Argumente, die bewerten wir im Fall der NPD so und so. Was hier derjenige, der da oder diejenige, die den Kommentar geschrieben hat, meint, das ist wahrscheinlich das Urteil über die Eri Batasuna, über die ich vorhin gesprochen habe, in Spanien. Da hat es nun in der Tat die Hürden enorm hochgehangen und hat gesagt, eine Partei darf man nur verbieten, ja, wenn sie sich ja mit Gewalt, bewaffneter Gewalt gegen die bestehende Ordnung richtet. Und das, wenn man das jetzt sozusagen auf die NPD übertragen würde, würde man der NPD nicht nachweisen. Also es ist keinesfalls so, dass NPD-Mitglieder hier mit der Kalaschnikow Attentate verüben oder terroristische Aktivitäten verüben und so. Das ist nicht der Fall. Nur, auch da muss man wieder sehen, das war ein Urteil auf spanische Verhältnisse angewandt. Der Europäische Gerichtshof muss auch sozusagen die Verhältnisse in der Bundesrepublik in seinem Urteil berücksichtigen und das sind völlig andere von unserer
politischen Kultur her, von unserer historischen Herkunft, Erfahrung mit dem Nationalsozialismus und, als das in Spanien der Fall ist. Also deswegen denke ich, es ist überhaupt nicht richtig, ja, oder die Annahme ist, es ist nicht richtig, dass sozusagen der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ein solches Verfahren ablehnen würde oder ein solches Urteil ablehnen würde. Das muss man im Einzelnen gucken, und selbst wenn er es ablehnt, bleibt das erstmal folgenlos für die Bundesrepublik Deutschland. Die NPD wäre trotzdem verboten. Das heißt, es kommt auf das Land an, auf die Bedingungen, und das Bundesverfassungsgericht könnte die Sache dingfest machen quasi. In Deutschland, wegen genau. der besonderen Situation in Deutschland, ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht durch ein europäisches Gericht aufhebbar. Das ist eine ganz wichtige Information. Wir haben jetzt viele Argumente für und gegen ein Verbot gehört. Was ist eure Meinung? Ich rufe euch noch ein letztes Mal, bevor diese Sendung jetzt zu Ende ist, auf. Aber ihr könnt euch natürlich gerne noch weiter auf Facebook austauschen. Teilt uns eure Meinung mit, stellt eure Fragen gerne auf der Seite, unter dem Video, über Facebook oder Twitter unter dem Hashtag Wir gegen Rex mit dem X am Ende. Und wenn ihr euch unsicher seid, seid ihr eher pro oder contra, könnt ihr auch auf der bundeszentralen Seite einen Test machen. Und da haben wir auch einen kleinen Test schon vorgeschaltet, da konntet ihr eure Meinung abgeben, und das Diagramm spricht eine ziemlich eindeutige Meinung. Es ist nämlich fast, also ziemlich fast eine Pattsituation. Und die wenigsten sind klar in ihrer Position, ob sie jetzt für oder gegen ein Verbot sein sollen. So ein bisschen auch hier, wie wir diskutieren, es ist eben keine ganz leichte Antwort. Damit sind wir schon fast am Ende angekommen. Wir haben wirklich sehr, sehr viel gesprochen, und ich möchte Ihnen nochmal das Wort geben, so zum Abschluss, was noch ganz wichtig wäre, vielleicht in der Entscheidungsfindung pro und contra für jeden Einzelnen von uns. Herr Verhaan. Ja, vielleicht drei Punkte. Zum einen, unabhängig davon, wie dieser Verbotsantrag ausgeht, wie der beschieden werden wird, ist, glaube ich, eine Sache wichtig, auf die wir auch schon mal zu sprechen gekommen sind. Es ist wichtig, Rechtsextremismus überall dort entschlossen entgegenzutreten, wo er auftritt. Und das ist das Fußballstadion, das sind die Parlamente, das sind aber auch die Gremien und Institutionen, die Parteien und die Kirchen auch, die Gewerkschaften. Überall dort, wo er mir begegnet, kann ich auch was tun, und es ist wichtig, sich ihm dort entgegenzustellen. Nicht zuletzt auch dort, wo dann die meisten Übergriffe und Angriffe passieren, nämlich auf der Straße. Und ein zweiter Punkt, glaube ich, der sehr wichtig ist, um die Bedingungen für dieses Engagement überhaupt zu schaffen, ist, was Sie vorhin gesagt haben, eine Anerkennung, die natürlich auf einer ethischen Ebene stattfindet, aber die auch auf einer finanziellen Ebene stattfinden muss. Und vor allem, dass wir vielleicht endlich eine Debattensituation verlassen, wo wir uns von einer Extremismustheorie die Bedingungen diktieren lassen. Das heißt, eine vollkommen irrsinnige Gleichsetzung von links und rechts, die Bedingungen, Rechtsextremismus anzugehen, eher verschlechtert als verbessert. Und vielleicht als letzten Punkt, Sie hatten das ja auch schon gesagt, sprechen wir nicht immer nur dann über Rassismus und Rechtsextremismus, wenn es um Neonazis geht, sondern beginnen wir damit auch über Rassismus zu sprechen, wenn es um unseren Alltag geht, und beginnen wir damit, Leuten zuzuhören, die von diesem Rassismus betroffen sind und die verschiedentlich ihre Erlebnisse, ihre Erfahrungen und ihre Forderungen kundtun. Danke. Also ich bin ja, das hat sich ja deutlich gezeigt, kein glühender Verfechter eines solchen Verbotsverfahrens, Verbotsantrags. Aber wenn man es schon macht, würde ich sagen, gerade jetzt in den Koalitionsverhandlungen sollte man sich dafür entscheiden, dass nicht nur ein Verfassungsorgan, eben der Bundesrat, wie das jetzt bis jetzt geplant ist, sondern die beiden anderen Verfassungsorgane ebenfalls einen solchen Antrag unterstützen und sozusagen dann mit einem eigenen Antrag vor dem Bundesverfassungsgericht vertreten sind. Das würde sozusagen nur nach außen hin den Verfassungsrichtern dokumentieren, ja, dass sozusagen insgesamt sozusagen das die politische Szene, das politische Deutschland sozusagen ein solches Verbot wünscht oder so. Wenn es nur ein Verfassungsorgan ist, könnte man der Eindruck entstehen und sowas, naja, gut, das sind jetzt die Länder, Innenminister und sowas, aber die anderen wollen da nicht mitmachen. Also es sollten dann alle drei Verfassungsorgane einen solchen Verbotsantrag stellen. Das zweite ist, er muss wirklich gut begründet werden. Also wir haben ja immer wieder gesagt, das Risiko ist enorm groß. Wenn das nach hinten losgeht, ist es ein Ritterschlag für die NPD.
Ja? Wenn sozusagen dann ein Verbot nicht ausgesprochen werden sollte und so, hat die Partei sozusagen die besten Argumente und kann dann letztendlich tun und lassen, was sie will, denn danach wird es keinen weiteren Verbotsantrag mehr kriegen. Das kann sozusagen ihre Militanz, die Zusammenarbeit mit den gewalttätigen Gruppen auch noch weiter befördern. Das heißt also, es muss gründlich nachgewiesen werden, A, dass die Partei tatsächlich von ihrer Ideologie her, von ihrer ganzen Darstellungsweise sozusagen, von ihrer ein strukturell gewalttätige Ziele verfolgt. Es muss jetzt nicht unmittelbar persönliche Gewalt sein, sondern strukturell gewalttätige Ziele verfolgt oder sowas, dass der Rassismus strukturell gewalttätig ist, dass andere Ziele, die sie macht, letztendlich gewalttätig sind und dass zweitens nachgewiesen werden muss, auch gründlich, dass es eine Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus gibt, was in Deutschland besonders wichtig ist. Das muss dann der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auch bedenken, dass wir sozusagen diese nationalsozialistische Vergangenheit haben und da die wir besonders sensibel sozusagen betrachten. Wenn diese beiden Nachweise wirklich gut geführt werden können, strukturelle Gewalttätigkeit der Partei und Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus, könnte ich mir vorstellen, dass ein solches Verfahren dann auch erfolgreich ist. Vielen Dank für den regen Austausch, für die ganz, ganz vielen Argumente. Damit sind wir am Ende angekommen. Falls ihr die Sendung nur zum Teil oder nicht ganz gesehen habt, in ein paar Stunden könnt ihr sie auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung nachschauen. Ihr könnt aber auch dort nachlesen. Wir haben ganz viele Texte und Videos zu dieser schwierigen Frage NPD-Verbot, ja oder nein, online gestellt. Ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Mein Name ist Hadija Haruna. Bis zum nächsten Mal.